Es geht wieder los. Wie groß ist die Vorfreude, dass man diese vergangene Saison mit einer neuen wieder gut machen kann? Ja, wir freuen uns jetzt auf die neue Saison. Wichtig ist die Vorbereitung gut absolvieren, fit bleiben. Und dann ja, müssen wir einfach besser sein wie letzte Saison, das ist ganz klar. Ich glaube, wir wissen auch ungefähr, woran es gelegen ist. Und deshalb gehen wir schon mit großer Zuversicht in die neue Saison, dass das besser wird. Ja, wir schauen jetzt gar nicht zurück. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Vorbereitung. Es ist sehr intensiv und heute haben wir das erste Testspiel. Und wir werden versuchen natürlich, dass wir da schon gute Figur abliefern und dass wir uns langsam aber sicher einspielen. Was kann man aus dieser letzten Saison lernen? Ja, lernen. Wie gesagt, vielleicht auch, wenn man mal ein Spiel verliert, ein bisschen ruhiger bleiben, trotzdem an sich glauben und ja, und da müssen wir einfach schauen, dass wir mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. So einfach ist das. Was kann man aus der alten Saison mitnehmen? Ja, die letzten 5-6 Partien waren in Ordnung, die waren gut und da müssen wir versuchen, wieder anzuknüpfen und dann kann die Saison eine weitaus bessere werden. Ja, den Turnaround, den wir zum Schluss geschafft haben, ich glaube, da haben wir wieder einige Spiele so absolviert, wie es sein soll. Da haben wir Tore erzielt, haben Spiele gewonnen und an dem müssen wir uns festhalten. Ich glaube, wir haben ja trotz der Niederlage ein gutes Cup-Finale gespielt und an diese spielerischen Leistungen müssen wir mitnehmen. Das ist das Positive, also die letzten Runden und vielleicht bringen wir es hin, dass wir einen ähnlichen Saisonstart haben wie letztes Jahr. Also ich glaube, dass gerade am Ende die Leistungen sicher besser waren als davor und auch das Cup-Finale, glaube ich, hätte man mit ein bisschen an Glück auch gewinnen können. Und wie du schon gesagt hast, halt davor haben wir viele Spiele gewonnen in der Liga und daran müssen wir anknüpfen. Gibt es irgendwelche Ziele, die du dir selber nimmst? Nein, wichtig ist für uns, glaube ich, dass wir stabil sind, dass wir wieder Siege einfahren regelmäßig und dann kommt alles von alleine. Ja, im Grunde genommen muss man für jenes Ziel sein, dass er fit ist, dass er der Mannschaft helfen kann, egal auf welcher Position. Das ist von mir natürlich auch ein Ziel, dass ich fit bleibe, dass ich einen guten Rhythmus finde und wieder eine richtig gute Form aufbauen kann. Und dann hoffen wir einfach, dass jeder einzelne Spieler der Mannschaft so helfen kann, dass wir die Spiele gewinnen können. Was sind deine persönlichen Ziele? Zu spielen.